Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft City hier auf dem Multiplayer-Server. Und ich habe, wie versprochen, letztes Mal hier noch einiges ausgehöhlt. Allerdings müssen wir hier noch ein bisschen mehr aushöhlen. Zum einen, weil ja die Tanks sozusagen mehr Platz brauchen. Und zum anderen müssen wir hier auch noch was reinbauen. Das heißt, wir müssen hier nochmal Minimum. Ja, wir gehen jetzt erstmal ein, zwei Blöcke nach hinten. Das müsste ja reichen. Glas machen wir hier gerade noch? Also lasse ich gerade noch ein bisschen machen. Und dann müsste das gleich soweit sein, dass wir hier genügend Glas haben, hoffe ich zumindest. So. Werde hier auch alles mit Cleanstone auskleiden. Deshalb habe ich auch gerade noch welches geholt. Welchen geholt. Die machen wir mal weg. Also das Kelp ist wirklich eine übelste Energiequelle für die Öfen. Dum, 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 dum. Ich mache nur hier mal das die Kohle weg, damit keiner auf die Idee kommt zu sagen, ey, da ist Kohle, da graben wir mal. Und dann hier auf meinen Unterbau stößt. Deshalb, also die Höhle wird sowieso hier dann nochmal deutlich umgebaut. Weil wir müssen hier ja auch gucken, dass wir hier die ganzen Pistensachen noch reinkriegen. So, ich komme mal hier rein. Gut, dann werden wir hier mal Sand platzieren. Darauf kommt dann das Kelp. Auf der Seite genauso. Da muss ich aber auch oben noch ein bisschen was abbauen. Aber nur, dass ihr schon mal seht, wie das dann aussehen soll am Ende. Ich hoffe mal, dass das funktioniert mit den Pisten, so wie ich mir das denke. Ich habe nämlich keine Ahnung von Redstone eigentlich. Also zumindest nicht so krass wie manch anderer. So. Habe ich jetzt? Ne, habe ich nicht. Ich dachte schon, ich hätte was vergessen. Es wird schon am Ende recht nice aussehen. Also warte mal, wie kriege ich denn das Kelp, wenn das hochgeflossen ist, wieder weg? Ich glaube, ich habe da einen kleinen Denkfehler. Nein. Holz haben wir keins mehr, das ist ein bisschen ein Nachteil. Bedeutet eigentlich, dass wir das hier gar nicht so weit fertig bauen können. Ich brauche, glaube ich, mal ein bisschen Licht. Da ist nämlich Andesit. Andesit soll hier nicht drin sein. Alles clean mit Cleanstone. Da muss ich mich nochmal informieren, wie ich das hinkriege. Dass da dann das Kelp auch in die richtige Richtung fließt. So, ich mache hier nochmal weg. Dann kommen wir hier auch rein. So. Es werden hier links und rechts
Wird es gleich aussehen? Ich hatte hier, glaube ich, noch irgendwo irgendwas. Kelp wollte ich. Hatte ich hier eine unendliche Wasserquelle? Kann ich hier Wasser rausnehmen? Och nee, ich habe ihn kaputt gemacht. Damn it. Ich brauche eine unendliche Wasserquelle hier. Muss ich den Aufzug dann nächstes Mal wieder reparieren? So. Wenn wir jetzt... Soll ich hier einen Platzhalterblock einbauen? Ich probiere mal erstmal das Kelp hier zu pflanzen. Geht nicht. Weil wahrscheinlich Wasser fehlt. Was denn, wenn ich das hier jetzt wegnehme, das Wasser? Hä? Warum kann ich denn das nicht wegnehmen? Ah, erst wenn das Kelp weg ist. Okay. Ich brauche Holz. Werde ich hier mal kurz die Pfosten hier wieder zweckentfremden. Möchte ich jetzt, vor allem ich muss ja den Aufzug wieder reparieren. Von dem her wäre es auch gar nicht so einfach möglich, jetzt wieder nach oben zu gehen. Zu unserer Möglichkeit, wo wir Holz kriegen. Meinst du ein Holz? Das müsste jetzt erstmal reichen. Wassereimer und pflanzen den mal dahin. Ja. So. Ein paar Wassereimer. Das ist ja jetzt so, dass es oben im Moment nur fließend Wasser ist. Aber das wird später... Aua. Natürlich anders. Wenn das Kelp drin ist, dann ist das alles, sind das alles Source-Blöcke. Spätestens dann. Halt noch zwei Stück. Wir müssen da auch noch mal rein, um das Kelp überhaupt zu platzieren, gell? So. Sieht schon mal passend aus. Das Holz hier bleibt so. Und so, machen wir so. Supi. So, jetzt müssen wir hier mal kurz eine Wasserbarriere bauen. And now it's just like, man, you gotta have that time where you just like disconnect from the scene. Oh, das will gar nicht raus. Okay, das ist supi. And it's a race that I've created in my head, you know? But you have to step away from it. So, und das müsste jetzt eigentlich wachsen, nach und nach.
und uns Kelp bescheren. Und mein Gedanke ist, den Block hinten dran als Pisten zu machen. Und dann würden der Pisten die den Seetang sozusagen abscheren und er würde nach oben fließen. Was wollte ich? Glas. So, Glas haben wir jetzt einiges gekriegt. Oh, und guck mal da. Da fängt es schon an zu wachsen. Also es funktioniert. Das ist schon mal sehr gut zu sehen. Das freut mich. Ich baue übrigens auch noch in einem anderen Projekt. Ich weiß gar nicht, wie weit ich da jetzt bin, weil ich muss gestehen, da habe ich schon letzte Woche dran gebaut. Wisst ja, ich habe ein bisschen was vorweg aufgenommen. So. Hier kommt nochmal Stone weg. Hier eigentlich auch. Nein! Da muss der hin. Da sollen nämlich noch ein paar Kisten rein. Wir brauchen Platz für Kisten hier unten. Könnte man vielleicht dann auch, ja, mit Hoppern arbeiten. Um eben... um mehr Zeug in die Kisten zu kriegen. Das ist gut. Ihr seht schon, wo das Ganze hinführen soll, denke ich. Also die wachsen hier hoch. Da muss ich eben nur überlegen, wie wir die genau abschöpfen. Es sieht schon gut aus. Und das wird eine Farm, die eigentlich dann auch läuft, nur sobald irgendjemand auf dem Server ist. Also hier, sobald Chunks geladen werden. Das ist halt schon recht nice. Oh, ich sollte, glaube ich, was essen. Bevor wir hier nochmal runterspringen und dann hinüber sind. Warte mal. Hier. Hätten wir vorhin auch schon so machen können, gell? Man denkt ja nicht immer an alles. So, dann haben wir gleich die erste Hälfte fertig. Wir werden bis zur nächsten Folge auf jeden Fall hier die Holzdinger noch voll einziehen. Und hier können wir auch noch kurz machen.
So. Sodele. Scalp wächst und wächst und wächst hoffentlich in die Höhe. Und das wird's zukünftig sein. Also das wird man so machen. Wie gesagt, ist ja noch lange nicht fertig. Aber das kommt links und rechts. Wird dann übelst nice aussehen, denke ich. So. Achso, wollte ich das hier wieder zubauen? Profi. Wir werden jetzt hier noch voll ausbuddeln, damit wir hier Platz haben für den zweiten Tank sozusagen. Der Boden hier unten wird wieder an das Diorit, denke ich, oder? Haben wir hier auch. Sieht dann clean aus, so ein bisschen. Und ja, so viel dazu von heute. Morgen gibt es die nächste Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo, Kommentar. Und bis dann. Ciao.